Bürgerwil. Man konnte heute denken, die Landwirte bringen alle schnell noch ihr Stroh in Sicherheit, bevor auch dieses, wie so oft, aus unklarer Ursache sich entzündet. Am Mittwoch, den 10. August 2022, ist gegen 16.50 Uhr ein Feld mit Stroh zwischen Segeten und Gürwil in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Gürwil, Herrischried und Todtmoos löschten das Feuer. Umliegende landwirtschaftliche Betriebe kühlten danach die Brandstelle mit Wasser. Die Brandursache blieb unklar. Neben der Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.